Grün ist, bin ich eigentlich zufrieden. Das kann auch noch ein bisschen hoch. Obwohl ich glaube, vielen. Ja, doch. Doch, 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 doch. Das kann auch steigen. Aber Parks könnte ich vielleicht noch mal ein paar anlegen. Jo. Da kann man dann noch was Einfaches reinballern hier. Frage ist nur. Ja, ich glaube hier in der Mitte direkt. Ich werde einen schönen Grillpavillon aufstellen. So, damit auch alle was davon haben. Oh, grillen hätte ich jetzt auch Lust. Aber bei dem Wetter. So, was brauche ich noch? Ah, hier, komm. Ah, das hatte ich schon. So, das sollte eigentlich reichen. Die passe perfekt da rein. Sehr gut. Puh. Das hat auch, ist auch negativ für den Grundstückswert. Interessant. Ach ja, das Verbrechen. Dann sieht es doch gar nicht so schlecht aus eigentlich hier. Dann schaue ich doch nochmal rüber hier. Was hatte ich denn da alles gemacht? Gucken, was in den anderen Städten so abgeht. Die Zufriedenheit des Sims steigt, wenn sie Geld ausgeben. 22 Millionen Städte. Mein Gott. Wie viele davon sind nicht spielbar? Stimmt die Hälfte. So, ah, guck mal hier, der sieht ja noch recht leer aus in der Casino-Stadt. Wie war das denn hier mit dem Umsatz? Ich glaube, das lief eigentlich ganz gut. Verlust, Gewinn, Gewinn, Gewinn. Aber für ein Upgrade reicht es, glaube ich, noch nicht. 100.000, meine Fresse. Interessant. Nee, komisch. Egal. Wo sind die Casinos? Ah, das habe ich noch nie gesehen. Was heißt das? Warum war das gerade rot? Achso, so viele. Ah, verstehe. Das ist eigentlich ganz gut gefüllt dann. Was bedeutet denn die rechte Zahl? Ich hätte jetzt gedacht, das eine ist das, was möglich ist und das ist, wie viele da sind, aber dann. Das variiert hier die ganze Zeit, beide. Das muss mir mal einer erklären, verstehe ich nicht. Kann man das noch ausbauen hier? Na, da fehlen mir die Upgrades einfach für. So ein Raketenzimmer können wir bauen, will ich aber gar nicht. Guck mal, nur geringes Einkommen, aber voll. Baue ich mal noch einen. Ist hier 5000, 1000. Komisch, letztes Mal war das fast geteilt, habe ich zumindest so in Erinnerung. Was ist da denn schon wieder passiert? Hier. Ah, gut. Also das Tourismusgeschäft läuft, aber das kann man nicht anders sagen. Gut, gut, gut. So, jetzt müsste ich ja eigentlich. Sehr gut. Okay. Fast alle voll. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Aber reicht noch nicht. Aber ich glaube, ich brauche trotzdem da nochmal. Nee. 1000
Das, obwohl ich es geil finde, ich meine, 6.000 könnte ich mir fast leisten, aber ich habe zu wenig Sachen für die obere Einkommensschicht, was die anlocken würde hier. Kann ich das allerdings. Das ist sowieso komisch, ich kann hier nicht groß weiter ausbauen. Ist irgendwie ein bisschen strange. Ich hätte jetzt gedacht, ich könnte hier nebeneinander setzen, aber irgendwie. Was mache ich denn hier mit zukünftigen Erweiterungen? Ich brauche noch eine Starbühne. Heute ist noch Platz. Da hinten auch nicht mehr, oder was? Das sehen wir schon ein bisschen komisch. Wie soll ich das denn bauen? Das ist da irgendwie, ja. Sehr seltsam. Okay, baue ich mal das irgendwo hin. Das gehört aber schon ans Meer. Also, da muss ich schon Schniekenplätze finden, sonst setze ich es einfach hier hin. So. Schön gegenüber der Villa. Oh, Upgrade. Toll. Toll, toll, toll. Brauche ich mir denn? Ein Grillpavillon. Einen für die Armen und einen für mich. Oh, sie sich freuen, dass ich jetzt grillen kann. Das freut die. Da sind sie alle glücklich. Oh, geil. Das Upgrade hole ich mir jetzt. Das hole ich mir jetzt. So, nicht wieder zu viel ausgeben. Das macht 1500. Gut. Ein Pokerzimmer baue ich an. 600 und ein Schild natürlich vor die Hütte. So, mehr nicht. Fünfundachtzigtausend, 100.000, komm, 15 willst du ja auch noch schaffen. Habe ich da überall Schilder hingesetzt eigentlich bei denen? Ich will zoffen. Sieht aber so aus. Jo. Tipptopp. Achso, die sind da, wollte gerade sagen. So, das ist auch voll geil. Ja, jetzt würde ich gerne noch so einen Turm eigentlich bauen. Ist doch irgendwie kacke. Wieso kann ich da keinen Turm mehr anbauen? Oder das. Nee. Maximum ist ja nicht erreicht. Nee. Warte mal, dann probiere ich was anderes. Kommt es jetzt nicht so meiner Planung entgegen, aber. Was soll's? Betrüger aus Wurzeln im lokalen Betrieb in Visier. Finger weg. Ja, komm. Was jetzt ist Überlagerung oder was? Das kannst du nicht drehen da. Zack. Das sieht irgendwie doof aus. Aber ich will es nur mal gerade testen. Hab ich da noch irgendwas. Nirgendwo dran setzen. Was ist denn das für eine Scheiße? Ah, sorry. Nee, das finde ich nicht gut. Aber das ist ja eigentlich ein lukratives. 99.000 habe ich jetzt gehabt, oder was? Ah. Gott sei Dank. Da hätte ich mich jetzt aber auch geärgert. So, mal gucken, ob ich wenigstens irgendwie hier die Starbühne. Wo, was? Achso, oh. Wieder zu voreilig gewesen. Kostet mich der Spaß. Ah, jetzt muss ich in die Spielabteilung. Oh, boah. Jetzt muss ich wieder entscheiden, was ich will. Was hier denn? Für ein so ein beschissenes Upgrade, für ein Casino, brauche ich jetzt jeweils da ein Upgrade in der Handelszentrale. Weil das hier ist, braucht das. Ah, das braucht die Spielabteilung. Ich gehe kaputt. Obwohl, das macht natürlich. Obwohl, jetzt macht es Gewinn. Gut, muss natürlich auch erstmal anlaufen. Zieht natürlich eine Menge Touristen an hier, das Gedöns. 630 sind alleine schon da. Wie sind da dann drin? 400 nur. Da lohnt sich das ja hier fast mehr, würde ich behaupten.
Vor allem ist es voll schon. Also. Spielabteilung. Und da kann ich wenigstens noch bauen. Spielabteilung. Also da muss aber noch ein bisschen mehr kommen. Ich baue doch nicht ein so eine Erweiterung hier. Für das, für die Handelszentrale, um hier ein so ein Krabs-Zimmer bauen zu können. Das ist ja schon ein bisschen. So, erstmal gucken, wie das läuft. Dann baue ich vielleicht noch eins. Ich baue jetzt ein bisschen zurückhaltender. Oh, 23.000, geil. Ja, das. Kann man mal schauen, was hat's gebracht? Null. Ich verstehe das nicht. Was soll das? Also entweder ist es nicht aktuell oder die Zahl ist einfach, ja. Aber das Ding brauche ich nie wieder. Das ist eine herbe Enttäuschung für mich. Oder es bringt mir schon was und ich merke es einfach nicht. Also ich meine, klar, es ist hier alles läuft, schon mal voll, kann schon sein. Also das will ich jetzt nicht sagen. Aber irgendwie ist es, ja, dann ist es halt so ein Anzeigebug und das finde ich schon schade. Dann sollen sie die Option einfach rausnehmen, wenn es nicht funktioniert oder... Generell, oh, was ist da? Alles Taxis. Geil. So gefällt mir das. Ja, ich glaube, in das Ding kann ich noch ein bisschen was reinbuttern. Ah ja, genau. Zimmer wäre noch nicht. Wäre noch nice. Das war ein paar zumindest. So, hier für 120 Lütz. Oh, guck mal, Zimmer sind voll. Kann ich jetzt Raketenzimmer noch irgendwo hinbauen? Kann ich auch nicht. Ja, da brauche ich wieder den, genau, Gästezimmerabteilung. Ätzend. Wie viel brauche ich denn dafür? 200.000? Oh, cool. Schon fast, ja, fast erreicht würde ich nicht sagen, aber schon gut dabei. Das noch ein bisschen ausbaue. Hm. 16, 36, 16, 31. Komische Aufteilung. Aber ich glaube, davon brauche ich keins mehr. Obwohl, wenn die natürlich alle voll sind. Und das sind sie, ja. Achso, die haben einfach mehr Kapazität hier. Deswegen haben die mehr. Interessant. Dass es so ein bisschen ausmacht. Das sind 180 und 90. Das sind 195 und 90. Und das aber mal trotzdem. 5000. Was? Nee. Krass. 15.000. Das kann ja nicht sein. Okay. Da baue ich nur noch in der Kombination. Was hat's denn da? Münzautomat und Comedy Club. Alles klar. Gebucht. Da passt mal schön eins hin. Also. Zimmer. Zimmer. Münzautomat. Und Comedy Club. Nehmen wir denn hier? Das sieht doch schick aus. Ich bin mal gespannt, ob das auch so um die 30.000 macht.